wie das eigentlich aussieht. Deswegen stelle ich gerade mal bitte vor. Ja, mein Name ist Ralf Schoch, ich komme aus Karlsruhe, arbeite zurzeit als Entwicklungsleiter, allerdings freiberuflich, was glaube ich ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber so lässt sich vielleicht auch die Community und der Beruf auch ein bisschen besser unter einen Hut bringen. In welchen Communities bist du denn tätig? Ja, in erster Linie die .NET User Group hier in Karlsruhe. Das ist eigentlich das, was am meisten ist. Dann gibt es noch so ein paar andere wie SQL Pass, wie Software Craftsmanship, Softwareskammer, wie VKSI, Verein Karlsruhe Software Ingenieure. Haben wir, glaube ich, ja. SharePoint? Bist du in SharePoint? Nee, in SharePoint nicht. Ist ja in Karlsruhe eher unregelmäßig. Ein bisschen wenig, ja. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich, weil ich glaube, so viel bleibt dann nicht mehr übrig. Ja. Vielleicht kannst du gerade zu jeder Community eine Kleinigkeit sagen, vielleicht soll den Leuten empfehlen, was jetzt für den einen oder anderen sinnvoll wäre. Ja, .NET Community natürlich für jeden .NET Entwickler. Da haben wir halt immer Themen rund um .NET und Microsoft Schwerpunkt. Und auch mal da dran vorbei, ne? Nicht nur unbedingt .NET. Ja, ja, natürlich. Es geht auch inzwischen, man guckt über den Tellerrand auch. So wie .NET Pro, ne? Die haben sich auch dazu entwickelt, so viel jetzt auch drumherum reinzunehmen. Ja, ich glaube, das muss man einfach machen, ansonsten wird man irgendwann betriebsblind. Ja. Was wir aus der User Group auch noch ab und zu machen, ist das Coding Dojo. Kommt inzwischen auch ein bisschen zu kurz. Da wollten wir einfach mehr Praxisanteil machen, mehr Coden. Ja, und vielleicht so Sachen wie TDD oder sowas, andere Methodiken, andere Denkweisen in die rüberbringen, transportieren können auch. Okay, also dann Schwerpunkt für Developer? Definitiv, ja, wobei wir auch schon Tester dabei hatten, weil die kriegen oftmals auch eine andere Sicht auf die Dinge, wie zum Beispiel Entwickler auch testen können oder sie sehen vielleicht, wo die Grenzen sind, was ein Entwickler machen kann, wo dann der Tester ansetzen kann. Mhm. Architekten, würdest du sagen, auch für die interessant? Ich denke schon, ja. Oftmals ist es ja so ein Thema, wie komme ich zu einer guten Softwarearchitektur? Und für mich ist es inzwischen zum Beispiel TDD im Sinne von Test-Driven Design einfach auch eine Möglichkeit, zu einer guten Architektur zu kommen. Ich denke immer, es gibt Leute, die können das aus dem FF, einfach so, aber die Masse vielleicht nicht. Und da gibt man oftmals Möglichkeiten an die Hand, wie die sich einfach dorthin entwickeln können. Mhm. Dann hattest du von der SQL Pass erzählt, da habe ich auch bald den Community-Leiter da, den Stefan. Ja, ab und zu bin ich bei der SQL Pass, einfach weil man hat halt immer Sachen, wo man einfach Anbindung zur Datenbank braucht und da hört man einfach mal, was die haben. Oftmals ist es ja sehr eng an dem Thema .NET dran. Mhm. Hast du viel mit selber mit der Datenbank zu tun? Bist du da nah dran? Oder eher ich weniger? Inzwischen selber gar nicht mehr so. Mhm. Wobei, als ich angefangen habe mit Studium oder mit dem Studium fertig war, meine Diplomarbeit war an Datenbankthemen. Mhm. Ja. Dann hattest du die, welche hattest du noch erwähnt? VKSI habe ich noch, das ist der Verein Karlsruher Softwareingenieure. Da geht es halt generell darum, das Umfeld hier in Karlsruhe für Softwareentwickler ein bisschen zu stärken auch, den Standort Karlsruhe zu stärken und vielleicht auch einfach ein bisschen Werbung für dieses Berufsbild zu machen und auch dieses Image ein bisschen zu ändern, weil IT ist halt doch immer noch mit Nerds verbunden. Okay, das heißt, wem würdest du das nahelegen? Zum einen natürlich sind da die Firmen drin, vielleicht wirklich von der Managementseite, Entwicklungsleiter auch, gucken, was für ihre Leute dabei sind, aber es geht dann auch runter bis zu den Entwicklern, weil es werden halt immer wieder über den VKSI Veranstaltungen angeboten, wo die Leute auch günstig zur Weiterbildung etc. kommen. Zum Beispiel die Entwicklertage. Ja. Zum Beispiel, genau. Die jetzt dann anstehen. Das heißt jetzt für die Hardcore-Developer eher weniger? Das würde ich jetzt nicht sagen. Also das ist unterschiedlich. Aber jetzt, wenn man so sich entscheiden sollte, weil die Zeit einfach knapp ist, dann würde ich auch empfehlen, Developer, eher so .NET User Group und jetzt nicht Architekten, Produktmanager oder Geschäftsführer. Ich würde eine andere Sicht vielleicht machen. Ich sag mal so, vielleicht ist die .NET User Group vielleicht eher ein bisschen technikorientiert und VKSI vielleicht ein bisschen mehr methodikorientiert. Ah, ja. Das wäre für mich so ein bisschen diese Trennung. Mhm. Aber das hängt, glaube ich, davon ab, wo man den Bedarf sieht für sich selber. Das kann auch als Entwickler sein oder als Architekt, ja, kann bei beidem sein. Oder ob man vielleicht zusätzlich noch eine Rolle hat,
wo man ein Team betreuen muss, ja, wo es dann vielleicht doch mehr um Methodiken geht oder so. Was dann wahrscheinlich die meisten interessiert, wie oft finden solche Treffen statt und ist da irgendwas kostenpflichtig? Beim VKSI, es gibt so ein paar große Sachen natürlich, wo zum Beispiel der Entwicklertag, da gibt es einen VKSI-Track, der ist kostenpflichtig im Rahmen von dem Entwicklertag. Und dann gibt es aber noch vierteljährlich gibt's die Sneak Previews, wo dann so ein bisschen Einblick von Firmen in bestimmte Themen, Methodiken etc. gezeigt wird. Das wechselt immer ab, was die Themen sind, und die sind kostenlos. Ja? Mhm. Es gibt dann auch noch andere Veranstaltungen, die angeboten werden, wo man einfach als VKSI-Mitglied günstiger rankommt. Okay. Und wie werde ich Mitglied? VKSI.de, dort gibt es ein Antragsformular. Da kann man sich dann einfach bewerben, anmelden. Mhm, okay. Ich glaube, unsere Freunde von Pforzheim haben wir auch noch vergessen. Die sollten wir vielleicht noch erwähnen, oder? Stimmt. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, wie die von Media Lesson, die stecken da ganz stark dahinter. Ja. Impulsvorträge? Impulsvorträge machen sie auch immer. Wobei, das ist, glaube ich, nicht so entwicklerlastig. Wie sagen sie immer so schön? Nerds, Pixelschubser. Pixelschubser, genau. Etc. Genau. Also da, das liegt natürlich am Standort Pforzheim auch. Die sind auch sehr stark designlastig. Ja. Ja. Und versuchen auch hier den Standort Pforzheim ein bisschen näher zusammenkriegen, die IT-Berufe auch. Ja, die geben Pforzheim selbst gibt jetzt richtig Gas, was das angeht. Ja, ja. Mit WLAN auch. Ausbauen, ja, finde ich eine klasse Idee. Ja, fehlt ja. In Karlsruhe noch. Vielleicht können wir gerade kurz Werbung machen. Da ist am 15. Juni, glaube ich, wieder da so ein Entwicklertag. Oder was heißt Entwicklertag? Windows 8 App. In Pforzheim ist ein Windows 8 Hackathon. Genau. Genau. Ja. Wo es halt wieder darum geht, Apps zu entwickeln für die Windows 8 Plattform. Mit Microsoft zusammen, was ja schon mal richtig cool. Ja. Warum engagierst du dich eigentlich? Also du bist ja User Group Leiter Karlsruhe und bei vielen anderen, wie wir jetzt gehört haben, auch mit dabei. Ja, ich, also einer der User Group Leiter zusammen mit dem Frank Patteicher. bin ich da irgendwann mal so reingerutscht, weil ich einfach sehr regelmäßig bei der User Group war. Warum engagiere ich mich da? Da muss ich, glaube ich, eigentlich sehr weit bei mir zurückgehen. Das hat schon in der Schule angefangen, dass ich irgendwann die Computer AG übernommen habe, weil mich das einfach interessiert hat. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, mir macht es Spaß, auch was selber weiterzugeben. Wobei in der User Group ist ja nicht so, dass wir selber die Vorträge unbedingt machen. Wir gucken immer, dass wir gute Referenten kriegen, aber einfach dieses zu organisieren. Wir haben selber was davon. Zum einen kriegen wir halt gute Referenten, wir kriegen neuen Input, wir können über den Tellerrand schauen und das ohne, dass wir groß rumfahren müssen. Und dann kriegen wir natürlich eine gute Community, wir kriegen eine Vernetzung, wir lernen Leute kennen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach dieses über den Tellerrand rausschauen. Mhm. Und mir persönlich macht es Spaß, einfach sich weiterzubilden. Weil es einfach ein Lifestyle ist auch. Ich weiß nicht, ob ich das so als Lifestyle bezeichnen würde. Dann drücke ich es mal so aus. Du kannst mit deinem Handy zu Hause deine Lichter an- und ausschalten. Ja. Das geht. Aber da muss man ja nur gadget-affin sein. Also du hast auch wahrscheinlich dein Hobby zum Beruf gemacht. Definitiv, ja. Okay. Ja, ja, ja. Also ich habe mit 13 angefangen, gesagt, ich möchte Informatik studieren. Da wusste ich eigentlich noch gar nicht, was Informatik ist. So richtig, ja. Irgendwas mit Computern. Jetzt hast du auch erwähnt gehabt, dass da sich natürlich ein Netzwerk und so weiter aufbaut. Ich hatte gerade vor kurzem einen Anruf, wo jemand auch wieder einen Job gesucht hat. Die Leute tun sich da anscheinend schwer damit. Dadurch, dass ich auch in der Community unterwegs bin, habe ich den Eindruck, man muss eigentlich nur zu Community-Treffen gehen, ja, und kriegt da eigentlich genügend mit, um zu sagen, okay, da wird vielleicht was gesucht. Dann melden sich auch viele, hey, wir suchen eigentlich jemand. Würdest du auch sagen, dass sich das durchaus lohnen kann für jemanden? Auf jeden Fall. Also es lohnt sich natürlich nicht, wenn ich sage, ich gehe einmal hin und hoffe, dass ich da einen Job kriege. Ja, sondern das ist ein persönliches Verhältnis, wo man im Laufe der Zeit auch zu den Leuten aufbaut. Die lernen einen kennen, die wissen auch, was man kann. Die merken, ob man jetzt nur konsumiert, sage ich mal, oder ob man irgendwann vielleicht auch eine intelligente Frage stellt, wie engagiert dass man dabei ist. Und das ist, glaube ich, heute ein wichtiger Punkt, wenn ich zum Beispiel Leute fürs Unternehmen suchen würde, dass ich gucke, wie engagiert sind die. Ja. Weil ich will, dass die Leute über den Tellerrand hinausschauen. Ja, du hast ja eben genau die Sicht eben vom Einstellungen, also von demjenigen, der auch Kandidaten aussucht. Würdest du sagen, Leute, die in den Community schon stark aktiv sind,
dass die aus deiner Sicht jetzt wahrscheinlich die besseren Kandidaten sind, auch wenn sie vielleicht, was weiß ich, jetzt vom Schulabschluss oder vielleicht mit den Referenzen so, dass sie jetzt keine Bücher, keine Artikel geschrieben haben, würdest du dann sagen, die passen trotzdem besser? So rein aus Erfahrung, vielleicht ist es schwierig, über den Kamm zu kehren, aber so. Also pauschal ist es schwierig zu sagen, aber für mich ist heutzutage wirklich ein wichtiger Faktor, dass die Leute Interesse haben, sich weiterzubilden. Also permanent irgendwo am Ball zu bleiben und Spaß an der Sache zu haben. Es geht nicht, dass ich heute sage, ja, ich habe mein Studium und jetzt ruhe ich mich drauf aus und mit den Skills, wo ich damals hatte, versuche ich die nächsten 20, 30 Jahre durchzukommen. Damit kommt man heute nicht mehr weit. Ja? Also in der IT ist man da eigentlich noch nie weiter mitgekommen, da verändert sich es einfach zu schnell. Aber ich glaube, gefühlt ging es noch nie schneller als zur Zeit. Ja. Dann kommen wir eigentlich schon gerade zu der nächsten Frage. Es passt ja eigentlich ganz gut dazu. Wir haben vor kurzem bei Gregor hat was geschrieben, Gregor Biswanger auf Facebook was geschrieben und war dann auch so eine Diskussion. Ja, wie macht man das jetzt, wenn man halt Familie und Kinder hat oder wenn einem halt auch die Freizeit extrem wichtig ist, was natürlich bei jedem eigentlich der Fall ist. Aber dann war die Aussage, man hat eigentlich keine Zeit außer seinen 8 Stunden im Job und dann hört es für die Leute auch auf. Würdest du sowas einschätzen? Ich will es gar nicht sagen, beurteilen. Ja, jeder hat seine eigene Meinung dazu, aber jetzt einfach, findest du, das passt zum Berufsbild ITler und Entwickler? Also, nee, nicht ganz. Also, Familie halte ich für absolut wichtig, weil die gibt einem einfach die Energie, damit man da weitermachen kann. Aber man muss halt auch sehen, vielleicht will ich auch nicht unbedingt immer 7 Tage die Woche Familie haben. Ja? Also, wenn ich mir da einen Abend mal davon freinehme, vielleicht einen Abend, vielleicht sogar im Monat, dann ist das eigentlich nicht viel. Ja? Und viele betrachten sowas immer, ja, ich opfer meine Freizeit dann fürs Unternehmen. Nee, das ist nicht so. Es ist eine Investition in sich selbst. Ja, irgendwann verlasse ich vielleicht das Unternehmen, vielleicht muss ich das Unternehmen verlassen, weil die wirtschaftliche Situation das ergibt. Und dann kann ich nicht sagen, nee, meine Firma hat nicht in mich investiert und deswegen kenne ich mich mit den neuen Sachen nicht aus. Dafür ist eigentlich jeder selber verantwortlich. Und gerade wenn ich Familie habe, muss ich diese Verantwortung haben, sagt, ich muss gucken, dass ich marktreif bleibe, dass ich immer meinen Job behalten kann, damit ich sicherstellen kann, dass ich meine Familie versorgen kann. Wie stehst du dann zu dem Thema jetzt Zeitschriften und Bücher? Was würdest du sagen? Was sollte man da so konsumieren? Also kann ich gerne auch spezielle empfehlen, aber jetzt auch so von der Anzahl her, was konsumiert man da idealerweise? Ja, also da kann ich mich schon ein bisschen bei den Clean Code Developern orientieren. Sie sagen so, ein Buch pro Monat sollte man eigentlich lesen. Ja, halte ich eigentlich schon für sinnvoll. Ich kriege es auch nicht immer hin. Ich kriege es auch nicht mehr hin, dass ich ein Buch am Stück lese. Aber ich hole mir relativ viel Bücher, um dann bestimmte Themen nachzuschlagen, wenn ich es brauche. Ja, ich lese auch verschiedene Zeitschriften. .NET Pro, Windows Developer heißt es inzwischen, ja. Wichtig ist für mich zu sehen, was sind die aktuellen Themen auch. Ich kann natürlich auch nicht mehr jeden Artikel lesen, ist auch nicht jeder Artikel für mich unbedingt interessant, weil dazu streut das Gebiet doch einfach zu weit, aber man pickt sich halt die Sachen raus, wo man kann. Für mich ist heute wichtig, kriege ich zum Beispiel diese Sachen auch als E-Book, ja? Oder kriege ich es als richtiges Buch, manchmal mag ich das lieber und kriege ich es zusätzlich noch als E-Book. Und suche mir dementsprechend auch häufig aus, wo ich und welche Bücher ich auch nehme. Also das ist heute schon fast ein wichtiges Sehe ich genauso. Kriterium. Ja. Mach ich ganz genauso. Bücher. Sag mal, was waren denn die letzten 2, 3 Bücher, die du gelesen hast? Das Thema, was mich zurzeit am meisten beschäftigt, sind einfach Methodiken. Das sind im Scrum-Bereich, sind aber verschiedene. Ich habe keinen bewusst gelesen jetzt mehr, also wo ich sage von vorne nach hinten, sondern ich benutze zurzeit wirklich zum Nachschlagen und im Bereich TDD auch und Katas, Code-Katas, wenn es in der Richtung, wobei da gibt es mehr Zeitschriftenartikel und so weiter, wobei da auch viel online, was da Stefan Lieser und der Ralf Westphal macht, das ist immer so, wo ich versuche auch ein bisschen Input zu holen, weil ich zurzeit auch viel Basic-Themen habe. Also viele neue Entwickler und versuche denen eigentlich Methodiken beizubringen. Schreibe ich guten Code? Wie schreibe ich einfachen Code? Wie kriege ich eine andere Denkweise rein, dass ich einfach nicht zu komplex schreibe? Ja. Und ja, Okay. wie ich ja zu den Themen eigentlich. Noch abschließend für ja, die Entscheider jetzt, die vielleicht zuschauen,
Was würdest du sagen, was ist eine Praktik und eine Methodik, die man sich jetzt aktuell unbedingt für seine Firma, für die IT-Abteilung anschauen sollte? Also generell bin ich ein Fan von testgetriebener Entwicklung. Also man sollte sich wirklich überlegen, ob man verstärkt Tests einsetzt. Ich denke, die guten Entwickler machen das eh schon, aber es gibt noch unheimlich viele Firmen, die das nicht machen. Die machen das vielleicht in der Testabteilung. Aber das sollte man vielleicht auch runterbringen zu den Entwicklern, um über die Tests, ist für mich oft auch mal ein Transportmittel, um Stoff, neue Themen oder verschiedene Schwerpunktthemen zu transportieren. Da sind wir vielleicht auch gleich bei den Methodiken. Also was man machen sollte, dass man halt regelmäßige Trainings macht, in irgendwelcher Form, für die Entwickler auch. Wir haben das zum Beispiel bei uns in der Firma, wo ich jetzt bin, alle 2 Wochen machen wir Schulungen zu bestimmten Themen und jede Woche machen wir Coding-Dojos. Wobei wir dann gehen die Coding-Dojos in unsere Schulung? Die Schulungen gehen so ungefähr 2 Stunden um den Dreh rum. Die machst du dann, oder? Nee, das soll auch jeder Entwickler machen. Also auch, weil wir wollen, dass die Entwickler sich mit Themen beschäftigen, dass sie das anderen Entwicklern vorstellen, auch so Sachen trainieren, wie mache ich eine Präsentation, wie präsentiere ich das auch mit dieses Feedback zurückkriegen auch, damit sie auch davon was haben. Das heißt, jeder kann sich da eine Thematik aussuchen und tut das vorbereiten und trägt das dann vor. Wir machen das eigentlich so, wir tun als Team Themen raussuchen, die für uns wichtig sind, priorisieren die uns und dann überlegen wir uns, wer kann denn dieses Thema abdecken oder wer will es. Wer will sich auch diese Zeit nehmen, sich da zu engagieren. Mhm. Dafür kriegen die auch Zeit, das machen zu können. Wir versuchen, die uns einfach auch freizuräumen, weil wir das einfach für wichtig halten. Und was wir dann mit dem Coding-Dojos, die sehen, die nach unserem Daily Scrum immer mittwochs bis zum Mittagessen, das deckelt das so ein bisschen, wann es fertig ist, versuchen wir natürlich dann auch diese Themen aufzugreifen und praxisnah umzusetzen, um das auszuprobieren. Und die gehen wie lange, die Coding-Dojos? Das ist meistens von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, also 1,5 Stunden. Ja, das ist eine gute Zeit. Wir hatten früher mal so eine Stunde und haben gemerkt, aber wir sind ein relativ großes Team, so um die 9 Entwickler. Wir haben oftmals viel Bedarf, dass wir vorher noch was klären, vorbereiten, also um alles so ein bisschen auf einen Stand zu bringen. Ihr habt dann aber auch eine Retrospektive mit drin. Ja, wir haben da auch also 2 Durchgänge? Nee, haben wir nicht. Das reicht da nicht, ne? Nein, es reicht nicht. Ja. Was wir machen einzelne kleine Teams und die Teams für sich machen immer eine Retro und dann gehen wir zusammen in einen großen Raum. Teilweise hängen wir den Code auch auf und dann machen wir eine Gesamtretro. Jeder erzählt so, was für Eindrücke das hat und dann ist es halt schon interessant, wie unterschiedliche Erfahrungen das die Teams gemacht haben. Ja. Okay, denke mit zur. Durch, genau, Events wollte ich noch ansprechen. Was sind denn für dich so die typischen Events, also jetzt Entwickler, die im Jahr stattfinden, wo man sagt, das wird sich lohnen wahrscheinlich? Muss nicht alle mitmachen, aber das sind mal die wichtigsten aus deiner Sicht. Also die Events, wo ich empfehlen kann, inzwischen bin ich da stark für oder engagiere mich auch für Community-Events, weil ich finde, da kommt ein bisschen mehr rüber als bei diesen klassischen Konferenzen, ja, weil man sich oftmals auch noch mehr einbringen kann. Natürlich an erster Stelle für uns, der .NET Open Space in Karlsruhe. Der dieses Jahr wann ist? 6.-7. Juli. Ja, ja, genau. Wobei wir da dieses Jahr eine Besonderheit haben, wir deckeln ein bisschen Teilnehmerzahl und haben ein Kontingent speziell für Karlsruhe von 15 Leuten. Das heißt, wir wollen... Was, dürfen nur 15 Karlsruhe kommen? Nein, wir wollen, dass Leute kommen... 15 Leute wollen wir erstmal frei halten. Aha. Leute hier aus der Gegend, wo vielleicht so stark bisher nicht vertreten waren. Mhm. Ja, um vielleicht auch ein bisschen die Region zu stärken für uns mit diesen Events. Aber wir werden rechtzeitig, wenn das Kontingent nicht genutzt wird, werden wir es aufmachen dann für den Rest. Kann man sich schon anmelden, oder? Nein, das wird Anfang Juni sein. Okay. Ja. Genau. Gut, Open Space haben wir. Open Space haben wir. Sollte man vielleicht den Partner Leipzig erwähnen, ne? Ich bin jedes Jahr in Leipzig, finde das auch immer, weil der größer einfach ist. Ja. Kann ich auch noch sehr empfehlen. Wobei wir uns jetzt bewusst auch dazu entschieden haben, es weiterhin .NET Open Space. Ah ja, weil in Leipzig benennen. Heißt es Developer Open Space. Inzwischen, ja. Ja. Ja, aber wir sind da, .NET ist für uns sehr ein wichtiges Thema. Mhm. Auch wenn wir über Tellerrand gucken und dem wollen wir auch treu bleiben sozusagen.
Die anderen Events, .NET Cologne natürlich, ist immer ein ganz klasse Event, habe ich auch gefühlt, wird es immer größer, ja, aber ist wirklich geballte Ladung, ja, von guten Sprechern. Und natürlich auch in Wuppertal die NRW-Conf. Mhm. Die hat den Vorteil ein bisschen dazu, 2 Tage, ein Workshop-Day, ein Conference-Day. Und da lohnt sich auch die Anreise einen Tag früher und noch einen Tag später zu bleiben, weil auch danach geht es noch weiter. Okay. Die guten Gespräche finden dann beim Bierchen statt. Wie immer. So wie wir jetzt auch, ne? Ja. Okay, und damit verabschieden wir uns dann auch. Tschüss.